dem Thema prüfungsimmanente Lehrveranstaltungen, das ist jetzt im deutschen Raum, ist das überhaupt nicht bekannt, haben wir gerade schon drüber gesprochen, muss ich mich erstmal so ein bisschen eindenken, was jetzt hier so das Spezifische ist, aber das passt eigentlich auch ganz gut zu den Fragen, die mich sowieso bewegen. Ich möchte gerne mit Ihnen drei Fragen angehen. Ich muss mal kurz gucken, okay. Also die erste Frage ist, warum ist es notwendig, über diese Frage überhaupt nachzudenken? Also ich finde es immer spannend, im Hochschulkontext mir nochmal die Sinnhaftigkeit der Frage klar zu werden. Und damit bekommt man meistens auch schon eine Idee, was man eigentlich, worüber man jetzt sprechen möchte, was das Thema ist. Das zweite ist dann, warum macht es überhaupt Sinn, oder warum macht es Sinn, mit übergreifenden Lernzielen zu arbeiten? Das ist für mich der Zielpunkt. Also für mich hängt viel an der Qualität der Lernziele. Sind die Lernziele so gebaut, dass ich die Teilleistung sinnvoll bauen kann, dann ist das eigentlich ein Selbstläufer. Und der dritte ist, wir sehen Beispiele für solche Strukturierungen aus, mit Teilleistungen umzugehen. Habe ich drei Beispiele mitgebracht, die Sie auch jetzt unabhängig, wie weit wir jetzt kommen oder wie tief wir das diskutieren können. Die Beispiele können Sie sich auf jeden Fall angucken. Wir geben den Studierenden zum Einstieg jetzt, also was ist der Sinn? Wir geben den Studierenden sehr viele Aufgaben, also schreiben Sie ein Essay, berechnen Sie, leiten Sie ab, entwickeln Sie. Studierende bekommen pro Tag, geht so eine Umfrage zu, bekommen pro Tag eigentlich 20 bis 30 solche Aufträge, wo sie in Lehrveranstaltungen und über Lehrveranstaltungen hinaus Aufträge abarbeiten müssen. Also wenn man sich jetzt mal nicht nur unsere eigene Lehrveranstaltung anschaut, sondern wirklich mal einen Studietag anschaut, wie viele Arbeitsaufträge, wie viele Aufgaben da eigentlich kommen, dann ist das aus Studierendensicht eine extrem große Menge, die auf ganz unterschiedlichen Formen liegen können. Wenn ich mir zum Beispiel so diese Aufgabe rausnehme, schreiben Sie ein Essay, ist jetzt in der geisteswissenschaftlichen Fachkultur, ist das eine Philosophie, ist das eine ganz normale Aufgabe, so eine Aufgabe, und das ist mir jetzt eben wichtig, hat eine Handlungsaufforderung, ne? Schreiben Sie ein Essay. Aber gleichzeitig wird mit der Handlungsaufforderung auch ein Kontext evoziert. Also es entsteht sozusagen im Gehirn, werden nicht nur irgendwie, ja, sondern was ist ein Essay? Wie geht überhaupt die Textgattung Essay? Dahinter steht meistens ein bestimmter Stoff. Das Essay-Schreiben ist emotional vorgeprägt mit bestimmten Vorerfahrungen. Ich kann das nicht. Das heißt, im Gehirn macht dieser Auftrag, erzeugt ein Aufmerksamkeitsfeld. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass also Studierende diesen Auftrag bekommen und den Auftrag und den und den, erzeugt jeder dieser Aufträge, erzeugt ein eigenes Aufmerksamkeitsfeld. Das Problem ist, dass diese Aufmerksamkeitsfelder von uns in der Regel eigentlich wohlwollend und gut situiert sind, dass aber aus Sicht der Studierenden eigentlich überhaupt nicht geklärt sind, ob diese ganzen Arbeitsaufträge und die ganzen Aufmerksamkeitsenergien, die dafür evoziert werden, wie die sich eigentlich zueinander verhalten. Aus Sicht der Studierenden sorgt das für eine sehr stark fremdbestimmte Orientierung. Also sie schaffen es in der Regel nicht, diese Aufgaben, ein Unitag, selbstgesteuert zu erleben, sondern sie bekommen Aufträge, schreiben sich Listen, arbeiten diese Listen ab. Was passiert? Du merkst gar nicht, welche Arbeitsaufträge du schlabberst, welche du kurz machst, was du sehr sorgfältig ausarbeitest, wo du Vorwissen hast, in der Regel darin, wo wir uns stark und gut fühlen. Diese Arbeitsaufträge werden wir in der Regel mit einer höheren Priorität bearbeiten als andere, bei denen wir uns eher weniger erfolgreich und auch vielleicht nicht sicher fühlen in den Methoden. Das heißt, die impliziten Vorstellungen, die Lehrenden bei solchen Aufgaben haben, nämlich die davon ausgehen, dass das Studium für die Studierenden ja irgendwie an sich sinnvoll ist. Die meisten Lehrenden würden vielleicht nur sagen, also für die eigene Lehrveranstaltung ist das natürlich alles sehr sinnvoll gebaut, vielleicht für die anderen etwas weniger, aber natürlich ist es grundsätzlich ist es sinnvoll. Die Ziele sind sinnvoll gebaut und natürlich gehen die Lehrenden davon aus, dass sich ja die Studierenden grundsätzlich mit diesen Zielen identifizieren. Und man geht davon aus, dass die Studierenden in ihren eigenen Bildungsprozessen in der Lage sind, mit diesen ganzen Aufgaben irgendwie umzugehen. Jetzt zeigen aber Wahrnehmungen zu den Arbeitsformen von Studierenden, dass das wirklich implizite Prämissen sind, die überhaupt nicht funktionieren. Es gibt nur eine relativ kleine Gruppe von Studierenden, die relativ gut kontrollieren kann, was machen sie eigentlich mit den Aufgaben, die sie pro Tag überhaupt kriegen, die Prioritäten festlegen können, die zum Beispiel auch mal die Aufgabe nach vorne schieben, wo sie große Schwächen haben, also ein bewusstes Aufgabenmanagement haben. Sondern das läuft in der Regel über Listen und Abarbeiten und nach Fristen. Der Effekt dabei ist eben, dass diese Studierenden diese Aufgaben
Und das ist jetzt bei Teilleistungen in den prüfungsimmanenten Lehrveranstaltungen eben noch das besondere Problem, weil ich dort ja Ketten an Aufgaben baue, dass die Studierenden im Grunde Aufgaben abarbeiten, ohne darin einen eigenen Lernprozess zu steuern. Das kann man relativ gut beschreiben, dass das Examen nachher ist eine Bescheinigung über eine Kette bewältigter Aufgaben mit wenig Selbstbewusstsein, was man da eigentlich gelernt hat. Daran möchte ich spiegeln nochmal eine Motivationstheorie von D.C. Ryan, die vielleicht hier bei Ihnen in der Hochschuldidaktik auch einfach bekannt ist. Sie gehört an vielen Standorten zur Grundform. Dabei ist interessant, dass man eben D.C. Ryan unterscheiden vier Motivationstypen. Die externe Regulation ist ganz von außen und man macht das eigentlich nur, weil die Sanktionen zu hoch sind. Ja? Und die höchste Form ist eine integrierte Regulation, wo die Studierenden sich voll identifizieren, das als ihre eigene lebensbegleitende Aufgabe verstehen. Und wir Lehrenden haben eigentlich immer so die Vorstellung, dass doch diese integrierte Regulation einerseits der Standard ist. Gleichzeitig haben wir das Gefühl, gerade bei Teilleistungen, das stimmt ja irgendwie nicht. Und jetzt bauen wir über die Teilleistungen, bauen wir externe Regulation ein. Ja. Das Problem ist aber, das haben Janke und Oliver 2013 mal rausgefordert in Deutschland, das ist jetzt auf Deutschland bezogen, aber dass die steigende Zahl von Prüfungen, und wir reden ja hier von lehrveranstaltungsbegleitenden Prüfungen, das heißt, wenn ich jetzt im Semester 10 Lehrveranstaltungen habe, bin ich ja in 10 solcher Ketten plus noch eine Prüfung in manchen Einzelvorlesungen, vielleicht auch anderen Formen, aber dass die Studierenden in Deutschland zumindest folgende Paradoxie widerspiegeln. Sie arbeiten weniger, als es die Workload vorgibt. Also alle Zeitlaststudien zu Bachelor, Master in Deutschland sagen eigentlich, die Studierenden erreichen die Normzahlen an Stunden nicht, aber fühlen sich völlig so unter Druck, ja, in so einem Ohnmachtsgefühl. Und das hat was eben damit zu tun, dass diese Aufgabenflut vor allen Dingen auf die externe Regulation geht. Ja. Es ist im Grunde eine Überkompensation von Studierenden, die nicht mehr aus sich heraus einfach studieren. Deswegen machen wir diese ganzen Aufgaben. Wir bauen Systeme, aber die Systeme stärken eben die externe Regulation und damit wird die Passivität von Studierenden eigentlich noch verstärkt. Das heißt, schlecht gebaute Teilleistungen verstärken eigentlich noch Passivität aus Studierendensicht. Die höchste Form ist das, erfordert eben eine massive Selbststeuerung, die so nach meiner Wahrnehmung eben 80% der Studierenden aber faktisch nicht erbringen. Also 80% der Studierenden studieren nicht morgens, heute will ich aber das und das lernen. Wer kann mir was dazu geben? Ah, super, das habe ich jetzt bei Ihnen gelernt, vielen Dank. Das ist jetzt nicht wichtig, da mache ich den Schein, aber im Wesentlichen konzentriere ich mich auf was, sondern die große Mehrzahl an Studierenden ist aufgabenorientiert. Das heißt, die eigentliche Herausforderung ist es, in dem mittleren Bereich zu arbeiten. Also wir müssen es schaffen, dass die Teilleistungen, und das ist jetzt so der erste Zielpunkt, die Teilleistungen müssen im mittleren Bereich liegen. Wenn ich Teilleistungen baue, sollte ich nicht davon ausgehen, dass die Studierenden das von der Höchstform ja, so machen, sondern das ist wieder eine Aufgabe mehr. Das Gedächtnis sagt, noch eine Aufgabe, also sind die eher reproduktiv, verhalten sich aufgabenbezogen, aber im mittleren Bereich ist es möglich, so zu arbeiten, dass praktisch der äußere Impuls dazu dient, sich mit der Aufgabe zu identifizieren. Das muss eigentlich der hochschuldidaktische Knackpunkt sein. Die Aufgabe muss so gebaut sein, dass sie über die Beschäftigung mit einem relevanten und wertvollen Thema eben Identifikation auslöst. Entscheidend für die Gestaltung von Teilleistungen in prüfungsimmanenten Lehrveranstaltungen ist es deshalb aus didaktischer Sicht nicht, dass man bestimmte Formen hat. Also die Frage, ob schriftlich oder mündlich, ist eigentlich sekundär. Auch die Methode. Also ich unterscheide sehr genau zwischen Prüfungsform und Prüfungsmethode. Die Prüfungsform ist schriftlich, mündlich, schriftlich von mir aus noch als Klausur und Hausarbeit unterschieden. Das ist im Deutschen prüfungsrechtlich, sind das die Prüfungsform, während die Prüfungsmethoden sind dann die Durchführungsbestimmungen, um eine Prüfung in der äußeren Form zu inszenieren. Ja? Und das kann eben eine Fallstudie sein, das kann ein Wissenstest sein, das können aber auch die klassischen Referate oder eben kleinere Hausarbeiten sein. Also die Methode ist nicht entscheidend. Auch ist es auch nicht entscheidend an sich, ob man Studierende entwerfen lässt, wiederholen, prüfen oder berechnen lässt. Auch das ist nicht entscheidend. Also sie können reine Reproduktionsaufgaben, wo man erstmal sagt, das ist doch stumpf, können sie trotzdem hohe Motivationsformen reinbekommen, wenn die gesamte Sinnkette der gesamten Aufgabe
also wofür wiederhole ich jetzt in einem Wissenstest, gerne auch mit Multiple Choice, wenn die Gesamtkette des Sinns in einem Lernprozess stimmt, also würden Studierende nie sagen, dass es sinnlos ist, Begriffe auswendig zu lernen oder so. Also es geht nicht darum, immer möglichst komplexe Aufgaben zu bauen, sondern es kommt eher darauf an, was ist eigentlich eine sinnvolle Kette an Aufgaben, die dem Lernziel dient. Entscheidend ist hier der Verweis mit Pekun und anderen, da gibt es auch gute Aufsätze von dem Netz, finde ich wirklich für Hochschullehren und Lernen extrem wichtig, Pekun und andere. Pekun hat diesen Ansatz Value and Control Ansatz entwickelt und seine These ist, also gute Leistungen entstehen durch gute Leistungsemotionen. Wie entstehen gute Leistungsemotionen? Sie entstehen durch Leistungsmotivation und Leistungsmotivation entsteht an zwei entscheidenden Faktoren. Der eine Faktor ist, ich muss die Aufgabe als wertvoll ansehen, also die Aufgabe muss für mich werthaltig sein. Und das andere ist, ich muss sie unter Kontrolle haben. Also ich muss das Gefühl haben, ich kann sie bewältigen. Ja, das kennen Sie auch unter dem Begriff vielleicht der Selbstwirksamkeit. Also entscheidend ist, dass ich mich in der Aufgabe selbstwirksam erlebe. Also ich darf nicht das Gefühl haben, dass ich darin deutlich scheitern kann. Scheiterängste gekoppelt vielleicht mit Werthaltigkeit sind eine Herausforderung, die auch Studierende durchaus positiv erleben. Aber die höchste Form von Leistungsmotivation erreichen sie eigentlich durch werthaltige und für die Studierenden transparente Aufgaben. Das ist eigentlich die entscheidende Aufgabe. Wir müssen also in den Teilleistungen eine Kette bauen von solchen werthaltigen, sinnvollen, auf die Gesamtsicht des Lernprozesses, auf den Aufgaben. Und die Studierenden müssen dabei das Gefühl haben, dass sie in der Komplexität dieser Aufgabe einen Rahmen haben, in dem sie sich bewegen können. Das ist eigentlich das Entscheidende. Aus Sicht der Lehrorganisation kann man ganz gut beschreiben, was heißt das? Das haben Sie jetzt gerade schon gesagt. Prüfungen steuern das Lernverhalten. Die Prüfung steuert die ganze Aufmerksamkeit. Das ist auch das Problem. Wenn zu viele Seminare mit diesen prüfungsimmanenten Lehrveranstaltungen konzipiert sind und die Studierenden haben jede Woche irgendwo eine Teilleistung, heißt das eigentlich, dass sie immer die ganze Aufmerksamkeit, die sie irgendwie zur Verfügung haben, maximal in diese Prüfungsteile reinziehen. Es ist ein Riesenproblem, wenn von 10 Veranstaltungen 8 mit prüfungsimmanent laufen und davon jede Lehrveranstaltung hat 2 bis 3 Teile, heißt das, dass die eigentlich jede Woche in irgendeiner Lehrveranstaltung gefordert sind und dort immer ihre Aufmerksamkeit rein fokussieren. Also nochmal, das ist für mich eine der wesentlichsten Erkenntnisse, die man auch empirisch inzwischen gut nachbilden kann. Selbst Gruppenarbeit oder Vorlesung ist kein so starker Prädikator wie die Prüfung. Also wenn Sie zum Beispiel Sie wollen Stoff reproduzieren und Sie machen das jetzt schön in so Gruppenarbeit mit so ganz vielen komplizierten Teilaufgaben, ist das für die Studierenden eher störend und unbefriedigend als eine klare Vorlesung. Haben Sie aber das Lernziel, dass dort bestimmte Dinge entwickelt oder geplant werden müssen, ist eine Vorlesung, vom Ziel her jetzt, ist eine Vorlesung völlig kontraproduktiv. Das sind viel stärkere Prädikatoren. Also die Frage, was ist die Prüfung und was muss ich dazu tun? Dann wünschen sich Studierende konsistente Lehr-Lernformen. Das ist eigentlich die entscheidende Frage. Das Stichwort Constructive Alignment, hatten Sie schon gesagt, das wäre hier eigentlich zu nennen, aber das ist ein eigener Workshop. Wir brauchen also diese kleinen Teilschritte, wo wir dann evidenzbasiert, das heißt, wo wir an dem Response, das, was die Studierenden tun, eben sehen können, ob sie diese Schritte auch tatsächlich einhalten und eben sinnvolle Ziele. Und das ist, glaube ich, für das Thema Stichwort der Teilleistung das Entscheidende. Also wie baue ich sinnvolle Teilziele, die in einem übergeordneten Sinnzusammenhang stehen? Also bitte kein Portfolio, mach doch mal ein Referat und eine Hausarbeit, warum? Ja, weil es bei uns eben so ist, sondern sich wirklich fragen, warum gerade ein Referat? Es gibt Seminarphasen, wo die Studierenden sich arbeitsteilig Wissen erarbeiten können und wenn dann verdichtet eine Phase über Referate läuft, ist das genial. Also nicht, das Referat ist an sich schlecht, aber ein Referatsseminar, wo ich weiß, es geht nur darum, dass ich mal was gesagt habe und die restlichen sitzen, gehe ich in den Schlafmodus, haben kein übergeordnetes Lernziel und dann ist auch das Referat nicht sehr besonders sinnstiftend. Also gerade Seminare, und darüber reden wir ja hier, sollten Orte sein, wo man tatsächlich so eine Lernperspektive für die Studierenden hat, darauf die Teilleistung ausrichtet und dann eben die Teilleistung fürs Feedback nutzt. Also die Teilleistungen sind Orte, so ein Feedback zu entwickeln. Seminare brauchen also einen Rahmen, würde ich sagen, der die Anwesenheit erfordert. Ich weiß nicht, wie das hier in Wien ist mit der Anwesenheit, ist wahrscheinlich auch ein Thema, ist auch nochmal ein eigenes Thema, wie das so gehen kann.
Anwesenheit in diesen Seminaren, aber mit Sicherheit wäre meine Antwort, dass auf das Anwesenheitsproblem ist eigentlich eine gut gebaute Teilleistungskette. Weil die Teilleistungen eigentlich nur bewältigbar sind, indem ich, wenn ich einigermaßen klug bin und nicht mal krank bin, aber wenn ich in der, an dieser Kette eben teilnehme, die eben so laufen. Also wenn wir nochmal hier drauf schauen, auf diese Grafik, dieses Chaos, ist es also die Frage, gibt es eben so einen Rahmen, der diese einzelnen Aufmerksamkeitsfelder zueinander ausrichtet. Das ist eigentlich die entscheidende Situation. Und welche wirklichen Teilleistungen eingefordert werden, also man muss ja nicht alles, was man macht mit Studieren, nicht jede Aufgabe muss Teil von Teilleistung sein. Also welche Teilleistungen sind jetzt diagnostisch so wichtig, dass ich dort wirklich eine Teilleistung setze? Wenn ich sie setze, hat sie aber auch sofort einen diagnostischen Ort. Das heißt, wenn ich eine Teilleistung setze, muss ich für mich geklärt haben, was ist eigentlich das Lernziel? Wie brauche ich für dieses Lernziel dann eine bestimmte Form, es sichtbar zu machen? Es ist im Grunde wie Forschung. Ja? Ich habe eine Hypothese, ich muss dafür bestimmte Daten, muss ich bestimmte Daten erwerben. Und da muss es eine Konsistenz geben. Also ich kann nicht irgendwelche Daten, ja, ein Referat von 5 Leuten, wo jeder 3 Minuten spricht, und am Ende spiegel ich zurück, ob die argumentieren können. Da stimmt einfach der Prüfungsgegenstand. Und das, was ich an Daten gewinne, kann ich noch so eine gute Auswertungsdiagnostik haben, die kann mit diesem Fitzel von 5 Minuten sprechen, in einer Referatssituation kann die ja nichts machen. Also verstehen Sie, diese Konsistenz, die ist extrem wichtig. Also, man braucht also Learning Outcomes. Und jetzt nutze ich hier ausdrücklich den englischen Begriff. Learning Outcomes sind zunächst mal die jetzt in der hochschuldidaktischen Diskurs dominante Form, Lernziele zu bilden. In den 1970er Jahren hat man andere Begriffe benutzt. Wir benutzen jetzt in der Hochschuldidaktik zurzeit, zumindest in den letzten 10, 15 Jahren, den Begriff Learning Outcome. Warum? Weil Learning Outcome, der Begriff, von, ist was anderes als Learning Output. Ne? Learning Outcome ist nicht Learning Output. Learning Output meint einfach nur sozusagen die Performance des irgendwie zu zeigen auf eine bestimmte Aufforderung hin. Darin sind unsere Studierenden total gut. Also die schaffen es SIM, pünktlich zu einer bestimmten Frist ein Learning Output bereitzustellen. Learning Outcome meint mit dem Outcome aber das Werden, betont sozusagen, dass der Lernprozess auf ein Ziel hin geschieht in einer in einem stimmigen Prozess. Und das Learning Outcome, so wenn es gut gebildet ist, ist in der Lage, den Prozess zu beschreiben. Also ein Bild davon zu geben, wie der Lernprozess aussehen muss. Nach einigen Beispielen wird das, glaube ich, klarer. Und das wäre der Unterschied. In Deutschland ist diese Dealing with the Test, dieses Verhalten, sich auf eine Prüfung vorzubereiten, ist ein massives Thema. Das wäre eben Learning Output. Ich bin in der Lage, ein gewünschtes Testergebnis hervorzubringen. Es gibt dann fürs Abitur, geht's gar nicht, der Unterricht, die Unterrichtsqualität sinkt, aber durch das Zentralabitur in Deutschland gibt es für alle Fächer Kurse, die sozusagen standardisiert auf das vorbereiten. Also es geht gar nicht darum, zu lernen, dass am Ende des Lernprozesses du die Abituraufgaben schaffst, sondern du bereitest dich eigentlich 3 Jahre auf die Abituraufgaben vor und rechnest und versuchst, möglichst viele Abituraufgaben zu bearbeiten. Ich weiß nicht, ob Ihnen der Unterschied klar ist. Also es gibt nicht eine Persönlichkeitsentwicklung, an deren Ende eine bestimmte Performance steht, ne, sondern du trainierst permanent die Aufgabe. Und darum, das ist bei Learning Outcomes nicht gemeint. Learning Outcomes sind wirklich der Versuch eines Prozesses des Werdens zu verstehen, wie eigentlich sich eine bestimmte Fertigkeit oder Fähigkeit entwickeln kann. Und der Begriff Learning Outcome macht nochmal deutlich, es kann auch ein Learning Outcome sein, wirklich Wissen zu erwerben. Aber auch Wissenserwerb als Learning Outcome setzt eine Vorstellung davon voraus, wie geht denn eigentlich Wissenserwerb und nicht nur einfach ja, definieren. Okay. Damit ist aber letztendlich auch ein didaktischer Ansatz eben verbunden, dass man über die Learning Outcomes mit den Studierenden ins Gespräch kommt. Also bei mir in der Lehre habe ich bei allen Seminaren steht am Anfang immer das Learning Outcome. Also was wird hier gelernt und in welchen Schritten und welche Seminarsitzungen erfüllen dafür welche Aufgabe und welche Teilleistungen habe ich diagnostisch eingebaut für welche Schritte. Das ist bei mir praktisch im Seminarplan am Anfang definiert und darüber kann man reden, dazu kann man sich verhalten. Wenn Sie vielleicht mal was von dem Namen John Hattie gehört haben, der würde eben sagen, entscheidend ist, dass du ein Medium schaffst, wo beide Seiten sich dazu verhalten können, was ist hier zu lernen, wie bin ich in meinem Lernprozess auf dieses Ziel hin und der ist die Lehrenden dafür da sind, aus deren Sicht der Lernenden zu überlegen, was brauchen die Lernenden für diese Schritte. Und dafür brauchen sie eigentlich Learning Outcomes.
Und was sind jetzt diese Learning Outcomes? Die Learning Outcomes koppeln immer einen Inhalts- und einen Verhaltensaspekt, also sind immer wissensbezogen, aber eben auch handlungsbezogen in einer Handlungsbeschreibung. Also die Studierenden lernen die Theorie der Betriebswirtschaft zum gerechten Preis kennen. Ist kein Learning Outcome, ja, weil das keine Handlung der Studierenden ist. Das ist im Grunde ist es ein verstecktes Lehrziel, wo ich mir den Auftrag gebe, ich rede über Preistheorien. Ja, aber das sieht natürlich grammatikalisch aus wie ein Lernziel der Studierenden, ist aber keins. Ist auch keine vollständige Handlung. Gleich an Beispielen vielleicht nochmal mehr, was damit gemeint ist. Nur jetzt schon mal am Anfang. Das ist jetzt für mich so der Schlüssel eigentlich, dass ich mir bei Learning Outcomes immer klar machen kann, wer tut hier was, womit, wozu. Also womit sind die Theorien, die Konzepte, die Modelle. Das Tun ist das Prädikat. Und wer sind denn eben die Studierenden? Und das Wozu ist mir wichtig, weil das Wozu den Sinn sichert. Also wenn Sie sich klar machen, wozu die Studierenden das eigentlich tun müssen, haben Sie ein Sprech, wo Sie zumindest den Studierenden signalisieren, dass sie sich Gedanken machen, warum der Lernprozess in den kommenden Sitzen eigentlich relevant ist. Das Wozu kann außerhalb der Hochschule liegen, es kann aber auch im Modul liegen, es kann auch in der nächsten fortführenden Lehrveranstaltung liegen. Aber diese Art von Hochschuldidaktik würde sagen, man braucht Fenster in einem Studiengang, in Lehrveranstaltungen, in andere Lehrveranstaltungen. Also es muss eigentlich klar werden, wo nehme ich das denn mit hin? Ja, wir haben eine Studierendenkohorte in dieser Generation, die eben die Warum-Frage stellt. Also warum soll ich das tun? Ne, denken Sie an die Motivationstheorien. Wenn Sie auf diese Warum-Frage keine Antwort haben, kommen Sie eigentlich nur bei diesen extern regulierten Motivationen und die führen eben zum antrainierten Verhalten. Okay, das glaube ich ist klar. Was müssen Sie machen, wenn Sie das tun wollen? Sie müssen ein Learning Outcome bilden. Ein Learning Outcome, hier steht absichtlich ein Learning Outcome und nicht 10 Learning Outcomes. Das größte Problem ist, wir könnten jetzt schon alleine 2 Tage dazu arbeiten, ein gutes Learning Outcome zu bilden. Das ist schon eine Kunst für sich. Das können wir heute nicht. Deswegen kann ich Ihnen auch, es ist heute auch hier kein Kompetenzerwerb, sondern es ist eine Information mit leichten Verstehensanteilen im Response. Ne, mein Learning Outcome wäre also nicht, die Teilnehmenden können ihre Lehrveranstaltungen mit prüfungsimmanenten Lehrveranstaltungen könnten sie perfekt hochschuldidaktisch begründete Ketten bauen. Das wäre völlig ungemessen, weil wir da gar nicht den Workload haben. Ja? Ein Learning Outcome für 3 CPs, nur mal so. Also wenn Sie da immer so Wortlisten haben, Spiegelstrichlisten mit 6, 7 Zielen, das funktioniert hinten und vorne nicht. Das ist überhaupt nicht abbaubar. Also ein Learning Outcome für eine Lehrveranstaltung oder ein Modul. Wenn Sie ein gutes Learning Outcome bilden, dann bekommen Sie eine Operationsbeschreibung, nenne ich das. Das heißt, ein gutes Learning Outcome, der Obersatz, können Sie durch indem setzen, indem die Studierenden das und das tun. Da bekommen Sie Schritte. Und die Schritte sind eigentlich die Lernräume, die Einheiten im Lernprozess. Und jeden Lernraum, den Sie so bilden, der braucht im Grunde eine Teilleistung. Und als Abschluss des einen Lernraums. Und wenn Sie das zielgerichtet auf ein Learning Outcome hin ausbauen, dann haben Sie am Ende einen zielgerichteten Prozess. Nicht alles muss Teil von Learning Outcome sein. Nicht jede Minute in einer Lehrveranstaltung ist Learning Outcome bezogen. Aber wenn wir die Lehrveranstaltung beschreiben als einen intentionalen Bildungsprozess, dann würde ich sagen, dann ist es ganz entscheidend, diese Perspektive mit den Studierenden überhaupt gemeinsam zu haben. Was ist hier unser Learning Outcome? Natürlich kann man sagen, wenn ich einfachere Ziele habe und dann habe ich 3 Learning Outcomes, habe ich natürlich auch 3 unterschiedliche Teilprozesse in einem Seminar. Ja, man kann ja sagen, wir beschäftigen uns mit der Romantik, ein anderer Raum, wir machen eine bestimmte Gattung, eine bestimmte Literaturform und der dritte macht nochmal Rezeptionstheorien. Dann passen die vielleicht nicht immer zueinander in ein Learning Outcome, das kann schon sein, aber dann muss ich mir auch überlegen, ist das denn dann so einfach taxonomisch, ne, dass ich trotzdem sagen kann, ich habe wirklich genügend Zeit gehabt für die Prozesse der Studierenden. Das ist das entscheidende Feld. Ja, und daraus ergeben sich dann eben die Lernräume und der Lernerfolg in einem Lernraum wird immer überprüft und diese Aufgabe übernimmt die Teilleistung. So viel zur Theorie in einem wahnsinnigen Schnelldurchgang. Jetzt die 3 Beispiele. Das erste Beispiel ist von mir. Ich finde, man muss ja auch mal zeigen, dass man nicht nur über was redet, sondern dass man das auch irgendwie auch selber macht. Ich finde, das ist in unserem Kontext, glaube ich, nicht ganz unwichtig. Sie haben es gesagt, also worüber ich jetzt gesprochen habe, ist mein Tätigkeitsfeld der Hochschuldidaktik. Das ist bei mir ein eigenes Tätigkeitsfeld. Jetzt aber ich konkret Lehrender, Prüfender. Hier in der
Religionsdidaktik. Also das ist jetzt zum Beispiel Teil einer Folie. Die Studierenden in dem Seminar können die Qualität der didaktischen Transformation einer Unterrichtsreihe bewerten, indem sie das Küchenverständnis und das Lernformat der Unterrichtsreihe daraufhin überprüfen, ob der methodisch-mediale Lernprozess in Relation zu den Zugangsvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler angemessen irritierend oder stabilisierend ist. Also wenn Sie jetzt natürlich keine Ahnung von Fachdidaktik haben, das weiß ich jetzt nicht, wie stark da Ihr Bezug zu Fachdidaktik ist, aber da kriegen die Studierenden am Anfang erstmal Ne? Aber gleichzeitig kann man hieraus eine kleine Lernausgangsanalyse machen. Welche Begriffe kennen Sie schon? Welche Konzepte kennen Sie schon? Wo kennen Sie schon Theorien aus anderen Lehrveranstaltungen? Wo haben Sie schon mal was gemacht? Also Sie erfahren, Sie müssen am Ende eine Schulbuchreihe analysieren. Sie erfahren, dass es eine Schulbuchreihe zu Küchenverständnissen ist in dem Fall. Sie erfahren dort, dass offenbar es Lernformate gibt, also Lernformen dazu, und dass es eben in der Didaktik immer um die Zugangsvoraussetzungen geht, die auf einen Inhalt bezogen werden, und dass Sie eben diese Aufgaben insgesamt bewältigen müssen. Also Sie müssen an eine Bewertung von Unterrichtsmaterial kommen. Ich steige damit ein, in so ein Seminar steige ich immer, bevor ich das zeige, steige ich so ein, dass ich den Studierenden ein Unterrichtsvideo zeige. Ich lasse die Studierenden den Unterricht bewerten auf dem Video. Und dann gucken die Studierenden immer auf, ob da schöne Medien vorkommen oder ob die schon miteinander gesprochen haben. Und dann habe ich ein Interview aufgenommen mit einer Fachleiterin, wo die Fachleiterin eben sagt, ja, das Entscheidende ist ja nicht, ob man da schön miteinander spricht oder ob da schöne Bilder drin vorgekommen sind, sondern was ist hier gelernt worden, also was ist der Lernwert der Stunde. Das gleiche ich ab mit den Studierenden, was die bewertet haben, und mache ihnen klar, also ihre didaktischen Kriterien, die reichen nicht. Also wenn Sie jetzt ins Referendariat gehen würden, hätten Sie bei dieser Fachleiterin keine Chance. Sie müssen was lernen. Sie müssen sich entwickeln, sonst wird das nichts. So, und dann kommt das Learning Outcome und dann kommt eben der Seminarplan. Es geht ja nicht um Kuschelpädagogik, ne, sondern Kompetenzorientierung würde sagen, brauchst du ein Lernziel oder nicht? Es gibt Studierende, die können das im Grunde genommen schon aus anderen Zusammenhängen. Dann kann man auch sagen, okay, dann ist dieser Lernprozess für dich, du wirst da locker durchgehen können oder wir können auch darüber reden, wie ich ihn dir erlassen kann, wenn Sie so ein Learning Outcome klar gefasst haben. Okay, wie sieht jetzt das Seminar aus? Das ist jetzt der Seminarplan und wichtig ist, Sie sehen hier die Sitzung und Sie sehen hier die Themen und der ganze rote Block, da geht es jetzt, ist interessant für meine Studierenden, die denken, die können dort Morgenkreise machen oder irgendwelche schönen Methoden oder Medien sich überlegen. Fast die ganze erste Hälfte des Seminars geht es darum, systematisch-theologisch Kirchenmodelle zu entwickeln. Und das am Ende, Sie sehen das am Ende, gibt es dann eben auch einen Wissenstest. Ja? Die müssen Wissen erwerben zu den Kirchenräumen. Also mache ich einen ganz klassischen Wissenstest mit durchaus Multiple-Choice-Elementen. Warum nicht? Multiple-Choice passt zu Wissenstest. Da mache ich jetzt nichts Kompliziertes, sondern es geht ja darum, haben die bestimmtes Wissen erworben. Im zweiten Block geht es um die didaktische Transformation. Auch hier wieder ein Wissenstest, weil es dort um Wissen geht von den Lernformaten. Dann müssen die Studierenden, und das koppelt sich jetzt, müssen sie die Zugangsvoraussetzungen und diesen Wissenstest müssen sie jetzt aufeinander beziehen. Also hier koppeln sich dann zwei Sitzungen. Und da müssen sie dann eben bekommen sie Schülerinterviews und die müssen sie daraufhin interviewen, analysieren, was dort für Kirchenverständnis bei den Schülern sind und was für Lernwege wohl für diese Schüler gebraucht würden. Und dann kommen ganze Sitzungen, die dann den ganzen Lernprozess zusammenfassen. Also Sie sehen hier den roten Raum, sehr stark fachlich. Dann gibt es einen Raum, wo wir die didaktische Perspektive trainieren. Dann fügen wir das alles zusammen. Und dann kommt, über die letzten Sitzungen wird dann Schulbuchanalyse betrieben. Und die allerletzte Sitzung ist dann eine kleine Klausur. Da kriegen Sie, man könnte auch sagen Fallstudie, ja, da kriegen Sie eine Schulbuchdoppelseite und müssen die analysieren. Was sind also die Teilleistungen? Die Teilleistungen sind zwei Wissenstests und ein Analysetext, weil wenn die nicht analysieren können, brauche ich die überhaupt nicht vorher in die Gesamtanalyse reinzuschicken und die Kompetenzmessung. Also ich erhebe vier Daten, die aber alle aufeinander bezogen sind. Also das sind nicht irgendwie völlig willkürliche, sondern ich erhebe die Qualität, wie können die Studierenden überhaupt Kirchenverständnisse wahrnehmen, wie können sie Lernformate überhaupt analysieren, also wie ist ihre Fähigkeit, da Konzepte zu verfügen, wie können sie beides zusammen auf Material beziehen und wie können sie dann eine gesamte Doppelseite wahrnehmen. Ja, nur mal so als ein Beispiel, das Learning Outcome gibt mir die
Elemente vor, die brauchen Wissen dazu, brauchen Wissen dazu, brauchen Wissen dazu, müssen das vernetzen, müssen das vernetzen. Das ist die Gesamtaufgabe. Und daraus ergeben sich dann die Teilleistungen. Ja, das wäre jetzt so mal ein Beispiel, wie man hieran sehen kann, wie über die Zeitstrukturen nachher die Lernräume, die im Learning Outcome liegen, verteilt sind und wie jeder Lernraum mit einer Teilleistung abschließt. Das ist jetzt ein Seminar aus der Linguistik. Das ist ein Projekt von der Uni Potsdam, was ich mit einer Kollegin zusammen gemacht habe. Dort haben wir ein ganzes Modul umgestellt. Ich zeige Ihnen jetzt hier, auch jetzt eher kursorisch, wenn Sie Interesse haben, können wir da nachher vielleicht noch kurz drauf eingehen. Also es ist Linguistik. Sie sehen hier, die Kollegin hat ebenfalls ein Learning Outcome gebildet, einen Obersatz, und hat dann diese Indem-Sätze gebildet. Diese Indem-Sätze sind dann wieder diese Operationsbeschreibungen, geben die Lernräume vor. Und das ist für mich ist wichtig, dass man diese Indem-Sätze bilden kann und eine Vorstellung über die Räume kriegt, wenn ich so auf dem Learning Outcome herumreite. Ja? Also wenn ich ein Learning Outcome gut gebildet habe, bekomme ich die Idee für diese Lernräume und dann bekomme ich eine Idee, was ich wie fügen muss, um das Lernziel auch wirklich zu erreichen. Und bei ihr ist das so, bei der Uni Potsdam heißen die dann Testate, also es sind studienbegleitende Testate, und da schreiben die hierzu passend, weil die ja forschen sollen, ist hier das Testat prozessbezogen, ein Forschungstagebuch zu schreiben, und alle 14 Tage gibt es eine Besprechung mit der Leiterin, mit der Frau Bad Weingarten, wo sie mit ihnen zusammen so eine Art Werkstatt ihre Tagebücher aufmachen. Und dann gibt es eben bestimmte Phasen in diesem Lerntag, in diesem Forschungstagebuch. Sie müssen erstmal überlegen, was habe ich denn überhaupt für Daten gefunden, was ist mein Stand in der Forschungsliteratur. Forschungsliteratur ist dann so ein Blatt, kennen Sie aus einer einführungswissenschaftlichen Arbeit, wo man mal so eine Bibliografie anlegen muss. Das heißt, es gibt immer so Arbeitsproben. Und das am Ende, man könnte auch modern sagen, ist ein Portfolio, ja, wo dann im Grunde bestimmte Arbeitsproben zusammengefasst sind, die sozusagen den Forschungsprozess in klein modellieren. Und das ist deshalb so sinnvoll, weil dort gibt es dann nachher noch eine übergreifende Prüfung im Modul und da müssen die Studierenden ein Short Research Paper schreiben. Und aus diesem Forschungstagebuch, / Portfolio, das müssen wir nochmal diskutieren, entwickeln die nachher im Grunde das Papier. Also das ist im Grunde das Skelett der Prüfungsleistung. Sodass hier ist extrem hoher Aufwand für die Studierenden gefordert, aber da ist eben klar, am Ende steht eine Prüfung und da muss ich das und das tun. Und das ist im Grunde 50%, das ist die halbe Miete im Kopf der intellektuellen Arbeit. Also nochmal eine ganz andere Art von Form. Und das Dritte ist Marketing. Und hier geht es darum, einen Marketingplan zu entwickeln, also nochmal eine ganz andere Form von Aufgabe, aber man muss eben hier vorher Analyseaufgaben vollziehen, um die Marktsituation und die Wettbewerber und so weiter wahrzunehmen, die Konsumenteninteressen, und dann muss man eben das Ganze so modellieren, dass man Entscheidungen trifft, Operationalisierung bis hin zum Marketingplan. Und dann hat hier der Kollege, Sie sehen hier wieder, am Anfang müssen die eben sich erstmal das Wissen aneignen zu diesen bestimmten Sachen. Deswegen gibt es am Anfang eben auch eine wissenschaftliche Prüfung, also Written Exam, also eine schriftliche Prüfung, einen Wissenstest. Und das geht dann eben runter, wenn Sie Ihren Plan präsentieren oder wenn Sie Ihre Analysen und Ihre Ergebnisse, dann gibt es dann dort eben die Präsentation. Und am Ende in der Lehrveranstaltung ist es so, dass dann real jemand von außen aus der Firma kommt, aus dem Marketing, und dann eben mit den Studierenden in einer echten Simulation. Ist nur der Form nach einer Präsentation, aber es ist in Wirklichkeit ist es ein Evaluator-Pitch. Also die müssen dort ihre Konzepte vortragen und kriegen grünes Licht oder nicht. Also Sie sehen den Sinn, das Wozu. Ja? Die wollen alle Marketing, die wollen alle in diese Firmen rein und sie bekommen die Rückmeldung mal von jemandem, der das wirklich tut, ein Feedback dazu zu kriegen, welche Qualität hat eben dein Konzept. Und da sind diese Schritte wichtig. Du weißt, am Ende ist der Tag mit dem Menschen. Und wenn du die Begriffe nicht drauf hast und wenn du die Analysen nicht gemacht hast, hast du eigentlich keine Chance da gut aussehen. Das ist vielleicht ein potenzieller Arbeitgeber, also versau's nicht. Das ist jetzt nicht akademische, intrinsische Motivation. Ich will die Theorien verstehen, ich liebe diese Theorien. Das können die so denken, können das immer noch.
aber der Rahmen ist völlig klar, in dem sie sich hier bewegen. Es waren ja also jetzt zweimal Universität und es gibt eben auch noch eine FH. Manche sagen, wer weiß, das ist eine FH oder das weiß nicht, wie das hier heißt, TH, also die angewandten Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Ich weiß nicht, wie die jetzt heißen. FH, ne? Kann man vielleicht sagen, das ist leichter, aber an Universitäten ist es eigentlich das Gleiche. Du musst dir mal klar werden, was willst du eigentlich für Handlungen wirklich vermitteln? Also was sind eigentlich die Tools, um die es dir in deiner Lehre wirklich geht? Wann kannst du, was wäre den Outcome, die Lernräume ableiten, die Lernräume mit Teilleistung versehen? Das ist eigentlich nicht so schwierig. Vielen Dank.